Ein neues Video von Technikpower. Heute zeigen wir euch, wie ihr bei euren LG-Fernseher ein verstecktes Menü aufrufen könnt. Wie das funktioniert, das erfahrt ihr jetzt. Wir haben hier einen LG-Fernseher und bei diesem wollen wir ein verstecktes Menü aufrufen. In meinem Fall ist das ein Modell aus dem Jahr 2022, funktioniert aber genauso auch mit den älteren Modellen. Und was ihr dafür machen müsst, ist eigentlich nur die Fernbedienung, die Magic Remote, hier schütteln, bis diese Maus kommt und dann eigentlich nur durch die OK-Taste drücken. Und hier müsst ihr dann eigentlich nur noch drauf drücken und jetzt erscheint dieses Menü hier. Und da gibt es jetzt eben verschiedene Einstellungen. Wenn wir zum Beispiel runterscrollen, gibt es diesen Punkt hier, der ist ganz toll, und zwar nämlich Bannerplatzierungen. Wenn ich hier draufklicke, dann kann ich jetzt den Banner hingeben, wo ich möchte. Wenn ich zum Beispiel hier den haben möchte, dann klicke ich das an und jetzt seht ihr, dass ich den Banner hierher habe. Also nochmal die Fernbedienung hier schütteln, dann OK drücken, dann auf diese drei Punkte und dann erscheint dieses Menü hier. Da habt ihr zum Beispiel einen Planer, Kanalliste, Programmführer, Magic Explorer und noch vieles mehr, was ihr alles hier einstellen könnt. Sogar die Farbtasten könnt ihr hier belegen, wie ihr das haben wollt. Ihr seht, eine absolut tolle Funktion für euren LG-Fernseher. Ihr habt dazu Fragen? Dann lasst uns das wissen. Schreibt in den Kommentaren eure Frage. Ansonsten abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Technikpower sagt danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.